Rückkehr aus bei den Bullen. Neuzugang Marcelo Sarazchi, 20, verabschiedete sich nach seiner Vertragsunterschrift in seine Heimat Uruguay. Und Sportdirektor Ralf Rangnick, 59, düste am Mittwoch in den Urlaub nach Mallorca. Dabei steht nicht mal ein Nachfolger für Ex-Trainer Ralf Hasenhüttl fest. Und auch die Mannschaft braucht noch Verstärkung. Drei Spieler stehen bei Rangnick ganz oben auf der Liste. Cunha, Haidara, Lukman, macht dieses Trio die Bullen komplett. Mit Nordi Mukiele, für 16 Mio aus Montpellier, und Sarazchi, 11 Mio von River Plate, beide 20, hat der Sportdirektor zwar schon zwei Spieler geholt. Doch im Idealfall soll jede Position in der neuen Saison doppelt besetzt sein. Und dafür fehlen mindestens noch drei neue. Leipzigs Geschäftsführer Ralf Rangnick Foto, Sören Stache Deutsche Presseagentur Mittelfeld. Der Sechser neben Demme, Ilsanker und Kampel soll Amadou Haidara, 20, Vertrag bis 2021, von Schwesterclub Salzburg werden. Die Verhandlungen sind schwierig. Salzburg will Haidara behalten, zudem sind englische Clubs dran. Rechte Bahn. Ein Backup für Marcel Sabitzer fehlt. Idealerweise schnappt sich RB Ademola Lukman, 20, Vertrag bis 2021, vom FC Everton. Der hat bei seiner Leihe in der Rückrunde überzeugt, 5 Tore in 11 Spielen. Allerdings hat Evertons neuer Sportdirektor Marcel Brands angekündigt, Lukman eine neue Perspektive geben zu wollen. Angriff. Ohne Timo Werner war im Sturm wenig los. Deshalb soll Mittelstürmer Matheus Cunha, 19, vom FC Sion kommen, Bild berichtete. Doch auch da sind zahlungskräftige englische Clubs wie West Ham interessiert. Rund 40 Mio Euro hat RB an Transferbudget für diesen Sommer. 27 Mio hat man bereits ausgegeben. Um das Trio zu finanzieren, braucht es dringend noch mehr Einnahmen. Wie aus dem Verkauf von Bernardo. Die bis zu 8 Mio Euro sollen direkt in Neueinkäufe investiert werden. Sie sind bei Facebook? Werden Sie Fan von Bild RB Leipzig?